Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS17 Playtest, das Original. Mein Name heißt Garderol, ist unten links eingeblendet und grammatikalisch selbstverständlich falsch. Was fehlt uns noch? Wir haben noch vergessen, ein Gewicht zu kaufen. Da haben wir nämlich auch ein paar neue Sachen. Wir haben hier einen Lizard mit 55 Kilo, 700 von Sur. Das sieht eigentlich, das hier sieht richtig cool aus, glaube ich, bei dem T6. Ist das vielleicht zu schwer mit 1,1 Tonnen? Weiß ich nicht. Nehmen wir mal das hier von der Akku Company. Kann man auch in... Boah. Nee, oder? Kann man das hier in Wagenfarbe lackieren? Oh, das ist aber für die Augen... Warte mal, das ist aber für die Augen ganz schön... Oh. Aber ich glaube, wir sollten das Gewicht dran machen, weil wir sind ja hier mit diesem Fahrzeug und bei dem... Ups. Hallo, stopp mal. Hallo. Guten Morgen, Herr Garderol. Wir sind ja bei diesem Fahrzeug am Anschlag der Leistungsgrenze. Nehmen wir mal lieber ein Gewicht dazu. So. Und dann haben wir hier zum ersten Mal eine richtig große Seemaschine. Und dann müssen wir gleich mal gucken, was wir dann da oben schon wieder sehen, weil dann müssen wir ja nur noch düngen dann. So, er geht in die Knie. Aber Federstadt immer sehr gerne gesehen bei mir in meinen Let's Plays. So, die Frage ist natürlich, wird jetzt auch hier ein Upgrade, wurde das gemacht im Cockpit? Überzeugt euch selbst. Das ist eine Frage, die wir auf der Messe gestellt haben, die Giants nicht beantworten konnte. So, und da zieht er an, der T6, denn der hat auch 50. Jetzt zieht aber langsamer an. Und leider ist das Armaturenbrett nicht beleuchtet. So, und mit... Ja, dann ist das jetzt unser Seetrecker. Und das sollte mit dem ja jetzt dann deutlich schneller gehen. Wodurch wir dann den Rest, was wir jetzt einnehmen... Wir werden ja jetzt mit den Sojabohnen auch ordentlich was einnehmen, denke ich mal. Wisst ihr, welcher Mod mir übrigens gerade am meisten fehlt? Load-Status. Also den werden wir reinnehmen. Wir werden natürlich alle anderen Mods werden wir rauslassen, weil ansonsten ist es nicht fair, in einem Playtest ein Spiel zu bewerten mit Mods, wo möglicherweise der YouTube-Videoersteller aufgrund von Mods falsche Schlüsse zieht. Es ist ja nicht so, als wenn ich nicht lernfähig wäre. Man kann mit mir über alles reden eigentlich. Man muss es dann nur auch tun. Sondern bei Load-Status denke ich halt, dass da jetzt nicht so viel anbrennen kann. Und ist schon geil, ne? Mit dem Trecker hier, mit dem schnellen Trecker hier über die... Und mit Lenkrad G27, wie gesagt. Link ist in der Beschreibung zum G29, dem Nachfolger, wenn ich nicht vergessen habe, das in die Beschreibung reinzupacken. So, jetzt müssen wir aber erstmal wieder mit dem Abfahrer hier an den Start. Der wird nämlich gleich auch wieder fertig sein, nehme ich an. Und die Maschinen, die klingen alle irgendwie cooler. Ich weiß nicht, ob diese ja auch überarbeitet wurden, aber ich habe fast den Eindruck. So, der hat noch nicht die Rundumleuchten an, nein. So, dann machen wir mal aufklappen. Auch die Geräusche, ne? So, diese Investitionen müssen sich natürlich lohnen. Das heißt, die nächste Investition wird natürlich ein Feld sein. Und dann würde ich ja fast sagen, nehmen wir das Feld unten am Bahnhof direkt. Also nicht am Bahnhof, unten in der Bahn. Von uns aus gesehen direkt, wo der olle Kartoffelacker immer war. Den verschrumpelten Kartoffeln. So. Wie voll ist er denn? War noch gar nicht mal so voll. Vielleicht habe ich auch nur wieder irgendwas falsch verstanden. Übrigens, hier sieht man auch eine Sache, die mir aufgefallen ist mit dem Helfer. Der hat da plötzlich mittendrin einfach mal einen Streifen stehen lassen. Keine Ahnung, was da los war. Ist einfach weitergefahren und dann hat er da irgendwie die Lücke gelassen.
Ich überlege gerade, ob wir jetzt noch schnell den Joskin umtauschen, damit wir nicht so häufig fahren müssen. 17.000. Wir können ja... Moment mal kurz. Das ist ja... Wenn wir das erste Mal abfahren, also oben zur Bahnstation, wir werden das also wirklich über die Bahn machen, weil das ist ja gerade der Preis am besten. Dann ist das ja so ein bisschen in die Richtung. Dann können wir dann anschließend zum Shop fahren und dann mal gucken. So. Ich muss mich dann am Wochenende, wenn ich mal wieder ein bisschen Ruhe habe, dann werde ich mich mal mit Track IR beschäftigen, beziehungsweise dann mit, ne, kostenloses Headtracking kann man hier auch verwenden. Also ihr müsst dann nicht irgendwelche Clips kaufen oder so. Und damit irgendwelche Reflinks befüttern, sondern das geht auch kostenlos. Hoffe ich zumindest. Wenn ja, werde ich euch erklären, wie das geht. Also gut, eine Webcam müsst ihr schon haben. Aber haben ja die meisten, ne? Also ich habe jetzt auch nicht den Eindruck, dass der Trecker mit diesem Anhänger überfordert ist. So, wo ist denn der Drescher? Ja, ist genau wieder verkehrt rum dieser. Da hoffen wir mal, dass der nicht gleich uns benötigt. Und guck mal bei Nacht das Dreschen, ne? Mit dem Staub hinten raus und so, das sieht schon ziemlich cool aus. Grafisch ist es natürlich nicht state, also wenn man das jetzt mit einem, weiß ich nicht, was weiß ich, im Vergleich mit einem GTA oder was kommt denn jetzt nochmal? Rainbow Six? Ne, wie heißt denn das? Wie ist denn das GTA von Ubisoft nochmal? Mit diesem Spion, mit diesem Agent, der da in der Stadt rumläuft auch. Innovativ. Wie ist denn das noch? Weiß das nicht mehr. So, bei der nächsten Fahrt machen wir Parallelfahrt. Und dann können wir, glaube ich, auch so langsam den Helfer hier einstellen. Aber es scheint wirklich so, ne, dass die Sojabohnen die halbe Dichte nur haben. Und umso mehr, umso größer hier unser Kipper ist, umso weniger müssen wir da hin und her fahren. Oh je, Frau am Steuer. Oh weh, oh weh. So, mit den Tasten 1 und 2, also mit der Taste 3 stellt ihr den Tempomat ein und mit der Taste 1 und 2 stellt ihr ein, wie schnell der Tempomat fahren soll. Mit 2 erhöht ihr die Geschwindigkeit und mit 1 verringert ihr die Geschwindigkeit. Pretty much simple. Und so, gucken wir mal, dass wir den voll kriegen. Können dann auch schon mal den Düngertrecker an den Start bringen hier. Ist der ja gut genug dafür. Ups. Wenn ich jetzt nicht vergessen habe, wo der Düngerstreuer steht. Ich glaube, der stand hier vorne irgendwo. Das kann ja dann auch der Helfer machen. Au! Das war knapp. Obwohl, wir könnten eigentlich das Güllefass nehmen. Kann das der Helfer auch? Weil die Schweine da oben, die haben ja auch schon Gülle produziert. Wobei wir mal eben das Fass... Ich glaube, da müssen wir eben was dran machen. Nicht verkaufen. Kann man das nur... Kann ich nicht irgendwie auf den Hof hier so eine... Station platzieren zum... Oh, 28.000. Na gut. Also, wir müssen einfach mal merken, das Güllefass ist... ist blau.
Dann holen wir mal eben bei den Schweinen, holen wir eben ein bisschen Gülle ab. Mal gucken, wie viel Gülle die Schweine ja schon produziert haben. So viel kann es ja eigentlich nicht sein. Weil alles, was wir hier dann an Düngemitteln sparen, das müssen wir nicht bezahlen, um... Also wenn der Helfer fährt, ne? Um dann den Dünger kaufen zu müssen. Das ist ja ziemlich teuer. Und wenn wir eh dann unseren eigenen Dünger haben, warum nutzen wir den nicht, ne? Und wir haben ja das Fass. Ist effizienter. Und wir sind auch dann auf dem Feld, wo wir eh abtanken müssen. Da haben wir das auch mit dem Auge. Guck mal, hier bei Dunkelheit, ne? Also mit den Lampen und so. Hier gibt es doch bestimmt ein Goldnugget, oder? Warte mal. Hammer. Ich hätte wetten können. So. Dann einmal hier zur Güllegrube und einmal auftanken. Wir wollen auf jeden Fall mehr Schweine. Gucken, wie lange das reicht. Das teste ich jetzt. Das will ich jetzt wissen. Auf jeden Fall brauchen wir mehr Schweine, aber es sind ja schon welche in Arbeit, um das mal so zu formulieren. Wie hat es einer in den Kommentaren geschrieben? Läuft wegen Schweine? Nein, die laufen, die Schweine. So. Übrigens nicht im Anhänger. Das ist wieder so eine Sache, das verstehe ich wieder nicht. Die haben überall eine Animation, aber Anhänger nicht. Warum nicht? Und wir haben Mods gesehen, wo die Schweine in den Anhänger reinlaufen und hier nicht. Warum nicht? Ich frage einfach mal. Vielleicht kann jemand ja den Grund nennen. So, Helfer I bewegt sich verdächtig wenig. Ich glaube, der ist voll. Nee. Das wäre jetzt die nächste Frage. Wie ist denn das eigentlich? Da müssen wir jetzt mit der Gülle würde ich jetzt halt nach dem Sehen drüber fahren, weil sonst haben wir die Gülle ja in den ganzen Zinken von der Seemaschine drin, ne? Oder liege ich da falsch? Testen wir mal. Also, neue Seemaschine im Einsatz. Los geht's. Diesmal wieder Weizen. Weil der Preis von Sojabohnen wird dann gleich natürlich im Keller sein. Und die Weizen konnten wir immer bis jetzt gut in der Bäckerei verkaufen. So, wir testen das jetzt mal. Wir müssen sowieso gleich einen Düngerstreuer holen. Und das den Helfer machen lassen. Weil ich will zumindest einmal wissen, wie weit wir mit 647 Litern kommen. Von drei Schweinen. Und das mit dem Joskin-Hänger umtauschen geht, glaube ich, auch nicht, weil wir nicht genug Geld haben, ne? Für den kriegen wir 16.000. 16.000 plus das 32.000, naja, plus 30% vom normalen Verkauf, wenn wir unten hinfahren. Das ist ein bisschen dünn, ne? Jetzt bin ich hier hingefahren und in Wirklichkeit ist der auf der anderen Seite. Mit seiner Seemaschine noch. Fahren wir von der anderen Seite ran. Wir haben ja Zeit. Alles gut. Da fährt er. Und schneller halt. Also das ist auch ein interessanter Faktor. Also nicht nur ist sie breiter, sondern auch 25% schneller. Oder so. 25, kommen wir auf 25? Keine Ahnung, wie ich darauf komme. So, jetzt gucken wir mal, ob wir das hier... So. Ich weiß ja auch nicht, wie breit das ist.
Ja, also. Ihr seht, wir brauchen auf jeden Fall mehr Schweine. Und das war auch wieder so schief, wie wenn der Bulle pisst irgendwie. Können wir vergessen, das machen wir mit einem normalen Düngerstreuer. Fahren wir den mal schnell wieder weg. Haben wir das auch gelernt? Ich glaube, wir müssen noch wieder abtanken. Hotel. Hotel. Da oben dreht er noch. So, ist hier jetzt Abteilung Dünge, ne? Da steht der Düngerstreuer, hier steht das Güllefass. Läuft bei uns. Hier so. Und wenn wir das den Helfer machen lassen, müssen wir auch nicht nachfüllen. Dann kostet es halt nur. So. Doch einmal hier abtanken und Söhne. Irgendwie flackern hier die Lampen sehr komisch, ne? Habt ihr es gerade gesehen, so, wenn man um die Ecke fährt? Hm. Aber dieser Drescher, ne? Wir brauchen auch mal irgendwann was Neues. Also das geht ja gar nicht. Vor allem da, der uns jetzt natürlich auch ordentlich aufhält. Jetzt halt der Flaschenhals. Oh, die Maschine sieht wunderbar. Auch hier, ne? Der Helfer nimmt alle Ecken mit. Das ist in Ordnung. Da können wir nicht meckern. Gut. So, die Schweine müssen wir nochmal eben wieder hin. Die haben schon wieder rumgesaut hier, die Ferkel. Wir wollen ja, dass die bestmöglich glücklich sind und sich vermehren. Denn in der nächsten Folge werden wir uns wiedersehen, wenn wir anfangen abzutransportieren, beziehungsweise wenn, wenn wir dann Zug fahren können, noch ein bisschen den Zug verkaufen, da kriegen wir, also nicht den Zug verkaufen, sondern das Geld verkaufen. Hä? Das Getreide, so. Da komme ich auch wieder ein bisschen rein. Ich bin mir nie so ganz sicher, ob das wirklich das ist, weswegen die hier dreckig sind. Sauberkeit. Und manchmal etwas Stroh. Stroh haben wir noch. Und das sieht doch eigentlich ganz sauber aus hier. Na, du Sau. Oh, guck mal. Leise. Schläft. Guck mal. Wie vielleicht hier irgendwas daneben geschmissen? Nee. Hm. Mist streuen könnten wir ja auch. So, hier habe ich übrigens mal, das ist ein... Da kann man sehen. Das ist ein Anhänger, ein Ladewagen mit Stroh. Und ich meine, also ich bin ja jetzt nicht so... Der hellste, wie ihr wisst, aber also das scheint mir dann doch ein bisschen sehr viel Volumen für eine Ladung Stroh zu sein. Also ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Das ist irgendwie... Da habe ich den Wagen leer gemacht und auf einmal hatte ich hier so einen riesen Berg. Und der Wagen war, glaube ich, noch niemals ganz voll. Auch ein bisschen komisch. Naja, so. Goldnuggets nochmal eben suchen hier. Und ansonsten würde ich sagen, euch danke ich fürs Zuschauen. Und hier liegt ja noch Stroh. In der nächsten Folge geht es dann weiter. Dann entsprechend mit Abtransport... der Sojabohnen und dann haben wir wieder ein bisschen Geld, um vielleicht mal den Kipper zu tauschen, beziehungsweise das nächste, auch was wir sparen, ist ja der Drescher. Und zwischendurch würde ich persönlich dann auch nochmal immer wieder ein paar Missionen machen. Da könnt ihr mal sagen, ob ihr das sehen wollt, wenn ich eine Mission mache. Oder ob ihr sagt, nee, nee, macht das ruhig mal zwischendurch, ist ein Playtest. Wir wollen dann möglichst zügig dann auch andere Dinge sehen. Hallo, bist du schwanger?
Kriegst du gleich das Ferkel? Ist ja gleich soweit, in 3 Stunden, ne? Wenn die Zuschauer wieder da sind, dann haben wir 4 Schweine. Guck mal, jetzt sind es 3. 1, 2, 3. Und das sind auch alles Sauen, ne? Also, würde ich jetzt mal so sagen. Nee. Dann müssten die ja ein Gesäuge haben, ne? Also die Geschlechtsbestimmung ist hier bei denen nicht zu möglich. Gut, also ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.